Leute, ich bin's wieder, Drache Charu, mit LP hinran und wir fahren fort mit Let's Play The Legend of Zelda, Minish Cap. In der letzten Episode haben wir nämlich was richtig Cooles gewonnen, zwar den Bogen, den ich jetzt nicht vorführen werde, weil wir haben nur 30 Pfeile und ja, lieber nicht zu viel verbrauchen, dann wird es später auch keine Knappheiten geben. So. Weg mit euch. Was ist das denn? So, heute wollen wir mal fürs... Pfeile. 5 Pfeile halten! Sie gehören in den Pfeilköcher. Cool. Oh! Oho! Oh? Herzteil, yay! Ja, ich weiß, was das ist. Bist du denn? Hallo. Ich bin Magnus der Erste, der größte Meister der Schwertkunst aller Zeiten. Das Training bei mir ist unvergleichlich. Ein besseres gibt es nicht. Nanu, es ist noch ein wenig zu früh für dich, bei mir zu trainieren. Komm wieder, wenn du alle 7 Schriftrollen der Schwertkunst hast. Oh, wir müssen später wiederkommen, na gut. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal erwähnt habe oder nur gedacht habe, aber wir müssen wieder zu Magnus ein paar neue Schwerttechniken lernen gehen, weil ich glaube, wir könnten das doch langsam tun, weil wir wieder ein neues Schwert und so haben. Hat er uns, glaube ich, sogar gesagt, von wegen, ja, mit dem Schwert kann ich dich nichts mehr lehren. Hm? Was? Du willst Fragmente? Tausch? Oh, das sind ganz spezielle Fragmente. Lass mich raten. Wir müssen noch 2 von den Fragmenten suchen, damit wir hier weiter können. Oh Gott. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wunderbares. Steinstein. Wow. Na gut. Okay, unsere Mission ist klar. Glücksfragmente suchen. Oh, wer ist wieder so ein Aua-Ding? Ne? Zu viele Gegner. Bitte aus dem Weg. Danke. Träger der heiligen Macht. So. Oh, schon wieder so mal. Ich frage mich, wie viele noch sind. Wenn ich alle von denen aktiviere, soll angeblich etwas richtig Cooles geschehen. Wir werden sehen, was das ist. Blonk. Vielleicht hätte ich ihn nicht so früh aktivieren sollen. Ich will auch den Weg hier frei machen. Dankeschön, dass Sie mich durchlassen, lieber Herr Statuentyp. So. Okay, ich nehme an, wenn wir so viele wenn es wieder Fragmente gibt, müssen wir wahrscheinlich noch 2 so Rittertypen besiegen. Yay. Sind ziemlich hardcore. Ich meine, ich schrecke vor keiner Herausforderung zurück, ne? Nicht falsch verstehen, aber. Die sind trotzdem ziemlich hardcore. Wohin fliege ich denn? Na, vielleicht dort hinunter, bevor ich absinke. Sehr gut. Das funktioniert doch prima. Den Weg frei machen und da rein. Weil vielleicht schenken mir das Fragment jetzt einfach, weil ich so cool war und hierher gekommen bin. Ah, Tatsache. Glücksfragment! Wobei, das sieht wie ein normales Glücksfragment aus, nicht so wie in so ein abgefahrenes. Ich habe nichts gesagt. Na gut, wir können jetzt Statuen in die Augen schießen, also wir haben noch ein paar von ihnen gesehen. Suchen wir sie und gucken, was da noch alles passiert. Und vor allem können wir noch als kleiner Stüppi durch sehr viele Wege laufen. Und ich nehme an, auch da werden sich wieder natürlich sind auf einmal Zwacken aufgetaucht. Aufgetaucht, ist klar. Nein, 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 nein! Nein! Mein Geld! Wie wagst du es? Mein Zwacken, das mit. Oh. Hat trotzdem sehr viel Geld gefuttert. Mann. Ja, das kommt davon. Das kommt davon. Seht ihr, man muss sich einfach. Man kann sich nur auf sein Schwert verlassen. Nichts anderes.
Mann, ich klinge langsam echt wie Fina. Mann, oh Mann. Aber Schwerter sind halt für mich persönlich immer noch die coolste Waffe. Ich bin auch schwer, auch wenn Schwerter zum Beispiel nicht mehr scharf sind, kann man dadurch trotzdem richtig viel Schaden machen. Wenn der Knarre nicht mehr schießen will, ja gut, da kann man auch mit hinbärschen, aber warum blubbert das so komisch? Ja. Ob das so was Besonderes ist, wenn ich da versinke? Na, ich will es nicht ausprobieren. Nee, sind auch Effekte, okay. Ich muss irgendwie klein werden. Aber wie und wo? Also wie ist schon klar, aber wo? Das wo ist hier die Frage. Boing. Wir gucken jetzt aber mal, was hier noch auf uns... Gut, dann nehmen wir da unten den Weg. Da kommen wir ja nicht hoch. Aber... Autsch. Da durch. Und jetzt nach ganz, ganz oben. Aua! Lass mich in Ruhe. Ja, ich weiß, es kommt auf den Gegner, den ich nicht besiegt, aber die respawnen sowieso und... Nee. Lass mal. Na, hier durch? Hier war doch auch nur so eine Steinstraße und dort oben war auch noch eine. Nee, gut. Müssen wir auf die andere Seite. Ach je. Also ich kenne eine Person, die sich auf dieser Map schon jetzt nicht mehr orientieren könnte. Oh, tut mir leid, tut mir leid. Nee, ich meine, es gibt ja einige Leute, die haben einfach einen grauenvollen Orientierungssinn. Ich gehöre da Gott sei Dank nicht zu. Aber ich... Uiuiui, ich kenne so Leute. Das sind aber gute Leute. So, also. Jetzt gehen wir hier hinein. Bitte sei eins von diesen besonderen Glücksfragmenten. Das sieht auch wie so normales aus. Schwer ausrüsten. Oder vielleicht sind es doch besondere? Kann ich die mir angucken? Nee, sind doch die besonderen. Okay, die sehen aber im Sprite seltsam aus. Okay. So, wir haben alles. Jetzt können wir weiter und zum Dungeon. Wer freut sich auf den Dungeon? Ich freue mich auf den Dungeon. Könnte lustig werden. Das ist wahrscheinlich ein Pfeil- und Bogen-Dungeon. Jetzt müssen wir aber nur wieder da runter. Ich glaube, wir haben sogar den Weg frei gemacht, oder? Das heißt, wir müssen einfach nur hier runter, oder ist hier? Yep, hier und. Autsch, darüber rennen. So, Statue. Für dich. Die beiden Fragmente passen perfekt. Wuhu. Und meine Cola ist jetzt offiziell alle. Ich weiß, ich sollte nicht mehr so viel von dem Zeug trinken, aber... Das schmeckt so gut. Das ist halt schön süß, gibt Energie und hat Koffein und macht wach. Ich weiß, die ganzen Ecken und sonstigen Sachen sind nicht so gesund, aber nein. Die Ruine des Windes. In einem Sumpf. Logic. So. Aber wir haben bald die ganze Map aufgedeckt. Das ist ja aufregend. So. Zack. Boom. Mal gucken, was hier drin auf uns wartet. Es ist ein weiteres Glücksfragment. Warum frage ich mich das überhaupt noch? Wo die Antwort doch so klar ist. Ja, ich hab's doch gewusst.
Ich hab doch gewusst, dass du nicht einfach eine Statue bist. Die droppt nicht mal was. Geizkragen. Oh nee. Das sind meine ärgsten Feinde wieder. Die Springkäfer. Hey, die sind mit einem Schlag down. Sweet. Tja. Oh, gegen mein stärkeres Schwert könnt ihr nun mal nichts. Ausrichten. Der denkt sich einfach nö. Na gut. Dann werden wir kleiner und gucken, was da oben in dem Loch ist. Hallo. Sie ist so ein normaler Minish. Oh, diese Steinsoldaten sind Marionetten, die wir Minish einst für die Menschen erschaffen haben. Das Geheimnis ist, man kann sie mit dem Schalter ein- und ausschalten. Schalter? Was ist ein Schalter? Und du, Glücksmoment. Hast du auch noch einen Glücksmoment? Nö, der hat keins. Na gut. Schalter. Dachte, ich komme unten wieder raus. Hm? Habt ihr irgendeinen Schalter gesehen? Oh, vielleicht muss ich einfach da hochklettern, weil das sowieso so eine Minisch-Kletter-Sache aussieht. Tatsache. Okay, das ist schon richtig cool. Jetzt muss ich das Konstrukt zerstören. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Oh. Ah, doch, der greift mich doch an. Na komm. So. Weiter geht's. Wo, das designmäßig sind die Teile schon cool. Also mit so einem kleinen Volk kann man sich schon richtig geile Sachen einfallen, das muss man schon sagen. Was? Nimm das. So, meine Erzfeinde. Die fiesen Sprungkäfer. In anderen Zeldas empfand ich die jetzt endlich noch nie so schlimm, ne? So. Und wir sind fast da. Autsch. So. Und der Weg ist offen. Ich frage mich, ob wir eine bessere Rüstung kriegen werden. Könnte sein. War zum Beispiel in A Link Between Worlds so. Und ich glaube sogar auch in anderen Zelda-Stilen dieses... Zelda-Spielen dieses Stils. Wow, ich kann nicht mehr reden. Es ist erst halb vier und ich kann nicht mehr reden. Aber gut, ich habe die letzten zwei Tage... Es war wieder Wochenende. Heute ist ja Sonntag. Der Valentinstag. Warte, halt, stopp. Bevor wir was Doofes machen, wollen wir jetzt erstmal alle Gegner ausschalten. Ne? Ah, wir haben halt wie Skypen immer, also meistens jedes Wochenende. Und das sind meistens so 4 bis 6 Stunden, je nachdem. Also so 10 Stunden pro Wochenende. Und das spürt man auch in der Stimme. Ich hätte das Gras wegschnibbeln können. Na gut. Aber ja, heute wird sowieso ein langer Aufnahmetag. Ich muss noch für Montag aufnehmen, also die anderen Projekte. Für Minish Cap, die Episode, das sollte jetzt eigentlich Mittwoch sein. Wenn ich mich nicht erzählt habe. Ach ja. Ist ja so, ich nehme am liebsten so 2 bis 3 Episoden im Voraus auf, falls irgendwas passiert, dass ich da einen Notfallplan habe. Weil, wir wissen ja mittlerweile, bei mir passiert immer irgendwas. Kann ich nichts für. Ist einfach so. Na komm. Komm schon. Danke. Und ja. Lieber vorbereitet sein, als es dann bereuen. Lautet die Devise. So. Rein da mit dem Felsen. Weg mit dir. Und weiter geht's. Ich muss sagen, der Weg bis zu dem Tempel, der ist bisher der coolste. Der ist richtig geil. Ich meine, das mit dem Minischen so, dass es da einen kleinen Tempel gab, ist auch cool und so. Aber vom Stil her gefällt mir das hier richtig, richtig gut. Einfach wegen den... What the hell? Der Typ da unten. Oh, Glücksmoment. So. Komm.
Ich krieg den da wieder noch weg, oder? Scheinbar hätte ich das nicht tun müssen, aber ich hab's getan, jetzt kriegen wir 50 mysteriöse Muscheln und einen großen blauen Rubin. Sweet. Wir sind nicht mehr ganz so poor. Okay, der steckt da fest. Es ist nicht unbedingt gut. Mal gucken, was wir da... Ich soll den ausschalten, damit er das nicht tut. So. Ja, das ist auch richtig cool. Dass man die auch ausschalten soll. Weil die so Sachen machen, wegen denen nicht weiterkommt. Oh Mann, also auch in so pixeligen Games kann man designmäßig so viele coole Sachen machen. Das ist unglaublich. Mann, oh Mann. Ich hoffe, dass alles gut laufen wird, dass ich dann im Herbstsemester mein Informatik-Nebenfach anfangen kann. Das ist nämlich so richtig cool. Ich freue mich. Weil ich persönlich finde Programmieren voll cool. Ich meine, ja, manchmal ist es richtig, warum willst du nicht funktionieren? Aber meistens ist es einfach... Also ich finde es cool, dass man einfach nur mit ein paar Buchstaben und Zeichen so richtig geile Sachen machen kann. Also einfach suddenly... Oh nein, nicht ihr. Suddenly hat man da ein richtig geiles Programm und alles. Das ist so cool. Wie kriege ich mich wieder putt? So. Nimm das. Mit Geduld. Ja, was sagst du dazu? Tschüss, du Typi. Mann, oh Mann. Und ich glaube, wir sind angekommen, Leute. Wir sind beim Tempel des Windes, der Luft oder wie auch immer. Tor des Windes. Die Dungeon-Musik ist cool. So. Die Ruine war offenbar in diesem Steilhang verborgen. Link, gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Schädel sind auch noch da, sehr schön. Sehr ästhetisch, ich nehme an, ich soll nicht auf diese Platten da treten. Weil das uns zu Schmerzen führt. Oh. Hilfe, was sind das denn für Skelette? Skelette können nicht springen. Eigentlich können sie sich überhaupt nicht bewegen, weil sie keine Sehnen und Muskeln haben. Aber Magie. I guess. Oh, das ist sogar so ein Dungeon, bei dem man da runterfallen kann. Cool. Weil wir das später wahrscheinlich verfluchen werden. Das wäre fast schon gut, die Schädel. Boinks. Weiter geht's. So. Ich nehme mal an, der Boss in dem Dungeon wird irgendein Untoter sein. Vielleicht ein Riesenskelett oder sonst was. Skelettmonster können aber richtig cool sein. Also mein Lieblings-Skelettmonster ist jetzt immer noch der eine Boss aus dem... Den Wüsten Gefängnis in Twilight Princess. Also der Typ, wo man auch mit dem Kreisel Sachen machen muss. Haha, ich hab's doch gewusst. Mann, die halten viel aus. Oh, der hat einfach so ein geiles Design, ne? Und auch der Kampf ist in sich. Au. Nein! Richtig cool. Das war fast schon dumm. Ja, das sind wieder diese Steinschleimis. Okay, der Tempel ist bisher... Der sieht anstrengend aus. Ist ja sehr anstrengend. Das wollte ich jetzt aber nicht... Nein! Verdammt, das wollte ich auch nicht. Ich wollte einfach nur... die Schädel aufheben. So. Das wäre ein Auge. Und das wäre das zweite. Oh nein, die öffnen sich auch noch. Okay. Dort können wir auch nochmal durch.
Okay, das war schlecht. Das war auch schlecht. Zack. Zack. So, welchen Weg nehmen wir jetzt zuerst? Ich gehe mal hier durch. Hier können wir wieder viele Links sein, wenn wir wollen. Wow. Agro-Schlangen. Das werden wir auch noch ausprobieren. So, aber... Uiuiui. Leute, die Episode ist schon längst vorbei. Das macht halt Spaß, ne? Okay. Gut, ich muss sagen, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif.